Zurück mit den kranken Boys, die zu wenig Gummibärensaft getrunken haben. Ja, geil, die Gummibären. Cooler Song. Hat mich gefreut, den zu hören. Also, wir haben jetzt hier eine Abfahrt in den Berg hier raus. Also, die Leute kommen von hier da auf die Straße und die Leute kommen von hier darauf. Das ist absolut fantastisch, wie unsichtbar problematisch, wenn du hier bist, musst du einmal so fahren. Darum überlege ich mir hier vielleicht noch eine Ausfahrt zu machen. Aber das gucken wir uns an. Zu viele Straßen können ja auch nicht die Lösung sein. Manchmal muss man halt auch mal ein bisschen, immer mehr Straßen bauen. Und von hier wollen die Leute ja auch raus. Das heißt, wir müssten jetzt vielleicht mit einem Tunnel arbeiten. Hier, ne? Schreiben Leute, Darkwing Duck war wesentlich cooler. Darkwing Duck kommt wieder, habe ich heute gelesen. Eieiei. 2017, glaube ich, wird es was Neues von Darkwing Duck geben. Dem Schrecken, der die Nacht durchflattert. Du bist ja derbe all mighty wizened. So. Du sollst für jemanden ein Teamlogo erstellen für ein Fuffi, schreibt der Chat. Wie ein Teamlogo? Keine Ahnung. Was du da jetzt baust, ist ein Tunnel, ne? Genau. Und jetzt will ich hochkommen. Aber das ist zu knapp. Das heißt, wir müssen hier nochmal runtergehen. Hier vorher. Machen. Jetzt hochkommen. Und jetzt hier. So, jetzt kommen die Leute, wenn sie hier reinfahren, da raus. Jetzt müssen wir noch auf der Seite rauskommen. Das machen wir am besten, wenn sie hier rausfahren oder so. Was meinst du denn, den jetzt? Ich bin bei solchen Spielen tatsächlich echt nicht so. So fit, sag ich mal. Deswegen kann ich dir schlecht sagen, was immer vor allem nicht bei so einer großen, schon bestehenden Infrastruktur. Und dann kommt er doch hoch und dann vor der Ausfahrt schließt er wieder an. Oh. Hallo, du kleiner Louis. Schönes Lied. Daran liegt es. Eieiei. Ist aber sehr knapp dran. Aber hier, Alter. Weißt du, so Spinnenmann? So, jetzt haben wir das. Haben wir denn Wasser schon verlegt? Nein. Jetzt müssen wir noch Wasser. Wie sieht's denn aus mit unserem Wasser? Gut. Dann können wir starten. Bang. 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 Und muss man denn noch dazwischen? Genau, also diese dicken blauen Linien sind da, wo überall Wasser verfügbar genau. ist. Genau. Sonst müssen die Leute mit Cola duschen. Alter. Alles abgedeckt. Perfekt. Abgotrimboot. So, Strom. Kriegen sie von hier, aber es reicht noch nicht aus. Wir müssen Strom. Wie sieht's denn denn? Was? Die Steine. Die Steine geben Strom? Das wusste ich ja noch gar nicht. Stromsteine.
So, ich würde sagen. Wie sieht's denn aus? Bist eher nachhaltige Energie oder habt ihr auch schon. Nee, Kernkraftwerk haben wir noch nicht. Bis jetzt nachhaltige Energie. Bis jetzt viel Sonnenenergie und Windenergie. Wir haben ein Kohlekraftwerk, glaube ich. In. Alter. Was ist da? Warum ist das so braun da, das Wasser? Ja, da wird gerade das Abwasser reingepumpt. Ah, so ein schöner Kackesee. Ja, aber guck mal, hier baue ich eh nicht mehr. Ist Hammer, oder? Die Tiere freuen sich. So, Stromigkeit. Wir können einfach von hier aus losgehen. Und erstmal hier annehmen. Louis Langbaum. So, dann fangen wir hier an. So, was ist das nächste, was wir tun müssen, Dennis? Ja, das fragst du dich. Und zwar müssen wir uns. Oh, wir haben noch gar kein Gebiet hier gebaut, wo der Müll sich befindet. Ich dachte, das wäre das Gelbe da unten. Das war ein Witz jetzt, oder was, Dennis? War jetzt ein Witz, oder was, Dennis? Ey, es sieht echt geil aus. Also, ja. Die Strandbucht ist auch schon in gemütlichen. Alter, was geht hier mit dir? Ja, nicht mehr lange. Dann werden hier Partys gefeiert. Stromigkeit kennt keine Grenzen, sagt der Kokrit. Genau. So, wir brauchen erstmal Müll und so. Jetzt überlegt, hauen wir das einfach hier hinten hin? Mit Zugang? Dann kommen die ja da überall hin. Weißt du, was ich mache? Ich pass mal auf. Wirklich eine kleine Idee. Es ist wirklich viel zu tun, bis du überhaupt mal anfängst mit Städten, also mit Gebäuden, du, ne? Genau, bis du anfängst. Ich baue hier, glaube ich, mal einen kleinen Wechsler hier. Und zwar lachst du? Wozu Klärmethoden, wenn es Meerestiere gibt, die es sammeln? Naja, wir müssen einfach mal unsere Tiere trainieren, dass sie unseren Müll fressen. Und das natürlich auch verdauen. Scheiße auf verdauen. So, ich habe jetzt hier. Das hat doch schon wieder so eine lustige Kurve gemacht. Ein Sidechanger, also einfach nur die Seite. Ich würde jetzt hier den Müll machen und das heißt, wenn die hier hin wollen, brauchen die jetzt nicht hier rausfahren und. Sondern können die einfach hier rauffahren. Ja, wer kennt das nicht? Wer morgens mal noch mit Restalkohol und sehr müde auf die Autobahn gefahren ist und auf einmal in die falsche Richtung fährt, da ist ein Sidechanger. Besser als Geisterfahren, würde ich sagen. Geisterfahren? Kennst du das? Ja, kenne ich. Aber dieses Verb. Und was machst du so? Ich mache Geisterfahren. Das klingt so seltsam. Kannst du sagen, ich fahre Geister, aber das ist nochmal was anderes. Bang. Weil hier machen wir jetzt. Bin ich gespannt. Hier machen wir jetzt nämlich unser freie Drogenpolitik-Option. Vergnügungsviertel soll es auch geben. Ja, genau. Hast du ja schon gebaut da, Casinos und so, ne? Yes, sir. Oh, Schweinemenschen. So, und hier bauen wir jetzt unseren. Achso, guck mal, da wird das Wasser noch. Müllberg. Da leiten wir direkt Strom hin, von hier. So, und da bauen wir jetzt hier. Oh, das ist Strom. Müll, doch, das ist richtig. So, jetzt gucken wir mal, was der alles abdingst. Siehst du? Alles, was grün ist, bekommt der.
Strom oder was? Oder nee, die Müll oder was? Ja. Ah. Genau so. Können wir auch gleich hier noch eine kleine. Kleines Krankenhäuschen. Wie viele Stunden habt ihr da jetzt schon rein investiert? Viele. Sehr, sehr viele. Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ob wir hier nicht auch doch ein kleines Komm, schad nichts. So, was fehlt uns jetzt noch? Oh, Alter, so viel. Guck mal, also ich habe hier Polizei und dann siehst du mit Grün, was die alles abdeckt. Aber ich würde sagen, wir bauen hier trotzdem mal noch eine Polizei hin, zum Beispiel hier. Sehr gut, so kommt die auch überall hin. Eine kleine Feuerwehr, Ghostbusters Feuerwehr. Die kommt hier hinten eine hin. Und eine andere Feuerwehr kommt. Damit sich die Bürger auch wohlfühlen. Ja. Wohl und sicher. Nennen wir es mal so. Die dahin. Jenny sagt on air circa 40 Stunden. Echt? Bist du gut in dieses Mathe? Und einer schreibt, es fehlt irgendwie eine Straße, die zur Müllanlage hinführt. Sehr gut, hast du vollkommen recht, mein Lieber. Das hat der Chat, ne? Gesagt, nee, mir fällt sowas nicht auf. Nee, ich weiß. Da hat er vollkommen recht. Wir kommen ja gar nicht mehr rauf. Aber das ist ja jetzt nur 0 pro Chemo. Oh nein. Okay, die hier müssen wir kürzen. Kann man machen. Nein. Es hat hier alles seine Ordentlichkeit, Dennis. Und die begründet sich auf was? Genau. Ja, hast du wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun, aber es ist schon irgendwie. Irgendwie? Es ist gut, ne? Es ist irgendwie halt auch. Ne? Optisch halt einfach Ästhetik. So. Ach, ich sehe schon genau, was du da gemacht hast. Aber von der Seite. Warte mal. Wie kommen die denn jetzt hin? Müssten die immer da raus, um da reinzukommen? Jetzt müsste man hier eigentlich auch wieder. Ach nee, die könnten ja auch. Nee, ich müsste hier wieder so einen Changer bauen. Oder ich baue jetzt hier einfach eine Abfahrt. Komm. Mein lieber Herr. Mein lovely Mr. Singing Club. Nicht war. So. So, genau, jetzt kriegen die. Habt ihr denn jetzt Strom? Das hat sich verteilt, sehr gut. Ja, dann können wir jetzt starten, glaube ich, oder? Chat, haben wir alles? Wir haben voll. Ah, nee, hier, guck mal. Was Krankenhäuser, hast du Krankenhäuser. Oh, ein schön großes Krankenhaus. Das heißt, du baust die öffentlichen Sachen immer zuerst, bevor du mit. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Also, so wie viel. Okay, das große Krankenhaus hat so wenig Power. Ja, irgendwie. Alter, zu wenig Einzugsgebiet. Schulen, sagt der Chat. Ja, Schulen brauche ich nämlich auch noch. Sehr gut aufgepasst, Chatometto. Nahverkehr und Bildung. Ja, Nahverkehr. Müssen wir hier auch noch ein extra. So, ich glaube, wir brauchen noch eine kleine Apotheke oder so. Gibt's doch hier. Pharmacy. Da und. Da.
Fick dich, Mann. Wieso? Wieso das denn nicht? So. Feuerschutz. Uiuiui, hier fehlt noch. Komm. Oh, ich dachte gerade, das passt. Da. Ja, er zeigt es noch nicht an. Wieso nicht? Weil das keinen Strom hat. So, das. Das. Das, das. So, Bildung. Was haben wir hier? Elementary School. Oh, so richtig schön bunt. Genau. Würde ich sagen, baut man hier. Oh, yes. Da eine. Wir haben noch eine normale Elementary School. Da eine. Ah, schade. Da, sehr schön. Hier ist doch das Gebiet, wo... Hier machen wir einen schönen Park nachher hin. Da eine... Hier oben. Schön am Hill. Nee, da wollte ich ja eigentlich größere Gebäude hinmachen. Da eine nehmen wir nochmal hier die... Die und setzen die hier hinten hin. Und was haben wir hier? Natürlich... Oh, noch eine. Und hier hinten hin. Zack. So, jetzt haben wir fast alles abgedeckt, aber wir bauen mal eine, was ist das hier? Universität, eine Highschool. Die steht da nämlich hier hinten, schön am Strand. Hm. So, so sieht das jetzt aus. Ja. Mhm. Kann man wohnen. You can, hier. So, was fehlt noch? Parks. Weil die Leute wollen sich ja auch erholen. Und ein paar, die brauchen ja auch Parkplätze. Ja, irgendwo einen Parky-Mark machen, weißt du? Nee, du brauchst jetzt einen normalen Park sozusagen. Ich baue jetzt gerade einen Parkplatz. Aber ich habe das, ich habe alles so gebaut, dass der nirgendwo, hier neben dem Krankenhaus. Das sollte doch... Das macht schon Sinn. Das ergibt sehr viel Sinn. Zack. Aber kommen die da überhaupt rauf? Die kommen da rauf, ja. So. Da, geil. Ach, so nervig. Guck mal. Da machen wir noch eine Straße hier runter. Dann können wir jetzt auch machen... Serdis. Ja, ist doch. Kann man machen. Kann man chillen auf jeden Fall. So, mehr Parks. Weil die Leute brauchen Parks, so um sich zu entspannen. Also Parks und was haben wir hier? Track and Field, haben wir das schon jemals gebaut? Ja, ich glaube ja, warte mal. Hier. Da. Aber es ist ja nun weit, weit weg. Bis die Sonne aufgeht, aufgeht. Hier wäre doch vielleicht ein Platz. Gucken wir mal, ob die Leute Bock auf Track and Field haben. I would say so. Dann machen wir jetzt. Aber noch. Mensch, stehen jetzt. Eben das noch so ein bisschen raus. Hm. Na schön. Ja. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich hier gleich mal... Oh, Dennis, was ist denn da los? Tut dir das Beinchen weh, du? Kennst du das manchmal, wenn du so deinen Fuß bewegst und auf einmal wie also so ein Stromschock durch deinen Fuß geht? Ekelhaft. Thank you.
Die Frage schon, hast du eigentlich schon dieses Truck-Driver-Video von dir gesehen? Ja, klar. Das haben mir ungefähr hier auf der Arbeit 12 Leute geschickt. Ich hab's gesehen und für absoluten Scheiß empfunden. Nein, ist natürlich sehr amüsantico und schön. Also es hat mir Spaß gemacht. Aber mir selber zu gucken, macht mir natürlich immer Spaß. Nee, ist sehr geil geworden. Ich musste doch ein wenig schamunzeln. So. Wir sind mal wieder faul, ne? Ja, sind wir, Hannes. Bäume sind immer gut, ne? Ja, der ganze Highway hier müsste eigentlich noch verbäumt werden. Bringt das was, also gegen Abgase in dem Spiel sozusagen? Ja, das okay. Tut es. Guck mal, der Macher des Videos ist auch im Chat. Bedankt sich und sagt, sein erstes Lebensziel ist erreicht. Mich zum Lachen zu bringen? Ja, das freut mich, ey. Hast du cool gemacht. Truck Driver hat immer Fun mit Travel Pussy. Kennst du doch, oder? Ja, ja. Toll, das ist doch schon ein bisschen hübsch, ne? Genau, und so eine Arbeit ist zwar Sisyphus, ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber es gehört dazu und es macht mir auch Spaß. Nur ich verkneife das immer live on cam eigentlich, weil es passiert ja nun nicht allzu viel. Aber passiert denn sonst viel irgendwie in dem Spiel? Naja, du also wirst gleich sehen, was so für Action abgehen kann. Aber wo ist denn mein Lieblingsbaum, Leute? Wisst ihr das noch? Wo haben wir ihn denn? Nein, so ähnlich. Da. Den müssen Maple. Wir natürlich. Maple ist doch Ahorn, oder? Sehr gut. Maple Syrup, mein Freund. Gute Eselsbrücke, was? So, und dann hast du hier den Shit, den könnte man halt noch sagen. So, und schon hat dieses Gebiet etwas Uniques. So, wir sind aber noch nicht fertig mit Park. Irgendwie brauchen die Strom oder so, ne? Ja, der Strom wandert nachher rüber. Ah, okay. So. Musical-Theater, okay. Wo könnten wir dann hier schön an der Klippe ein schönes Musical-Theater? Oh, wie sieht denn das aus? Ach so, das haut des Dings raus, aber ich würde sagen, das kommt da ganz geil, oder? Wenn man jetzt hier das noch ein bisschen rausholt. Pass mal auf. Ist nicht ganz so dümmlich aussieht. Du bist der Bob Ross des City Skylines. Schreibt jemand? Ja. Danke. Kommt mir manchmal auch wirklich so vor. Oh, hier. Eine Tiki-Bar. Die muss natürlich. Tiki-Tiki. Kommt natürlich hier Richtung Strand. Okay, das ist halt immer der Senf. Das wird sich nachher eh ändern, wenn da erstmal Gebäude stehen. Aber so ist es ja auch ganz schön, wenn es hier mal so uneben ein bisschen ist.
Unglaublich. So, Tiki Bar. What we have noch? Small City Park. Oh, der ist aber. Hui! Ist aber gar nicht so. Hey! So, hier Spielplatz für die Kids. Park. Schön, der passt hier. Sehr gut. Oh, bisschen sehr groß, Parkhaus. Was ist das? Nein. Football. Zu groß. Hier oben. Oh, ich dachte, du passt da rein. Aber vielleicht passt du in die Nähe. Sehr gut. Ich würde sagen, let's double that shit, bitch. Speichert der immer automatisch nach jeder Session, oder? Nee, man muss sich schon selbst drum kümmern. 1, 2, 3. Ja, dann kriegen wir hier bestimmt noch ein kleines Porkplätzchen. Oh, du Hund. Dummer, dummer Hund. Eddie beginnt ein Tweef. Mit wem? Was ist da los? Lieber Chat, was macht der Etienne da? Hat er schon wieder keinen Empfang auf der Dreamhack? So. Schon wieder Werbung. Ja, das. Ey, guck dir den Blick an, ey. Das ist tatsächlich sehr schön. Cool. Coolio Schmulio. Ja, Dennis, was hast du gerade für ein Gefühl? Meinst du, wir sollten Werbung tun? Ja, wenn die Regie das sagt, müssen wir das machen. Müssen tun wir schon mal gar nichts, junge Dormi. Schon mal gar nichts. Ich bin aber ein Junge. Aber ich mag doch die 60er. Kennst du die Werbung noch? Ja. Ja, wir gehen in die Werbung. Ich werde hier noch ein paar Parks und so setzen. Das ist ja nun auch nicht das Spannendste der Welt. Ich glaube, einen Fußballplatz müssen wir uns hier auch noch... Fußball ist immer gut.